Ich fange an zu denken, weißt du? Jetzt fängt an, meinen Kopf zu jucken, weil ich anfange zu denken. Das passiert so selten, weißt du? Einen Moment, bitte. Ich ja, hier, Kaffee für dich. Hallo Merlin, hier ist eine Kleinigkeit, die Oswald für dich gemacht hat. Was? Was ist das alles, frage ich? Es tut mir leid, Trophy. Ich bin ziemlich müde und nicht so gut gelaunt. Aber ich sollte das nicht an dir auslassen. Ich nehme die Entschuldigung an. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Hier, nimm einen Schluck. Eine kleine Warnung. Es kann einige sprachliche Auswirkungen geben. Sprachliche Auswirkungen? Von Arabica-Kaffee? Hey. Sagenhaft! Ich würde gutes Geld für eine weitere Tasse dieses Kaffees bezahlen. Tiffy, hallo? Was? Und da ist die Oswald-Rede genau nach Plan. Ich wollte eigentlich ins Bett, aber jetzt gehe ich erstmal in den Tanzsaal. Du, alles klar, Merlin? Darauf kannst du wetten. Jetzt kann ich weiter hoppeln. Geht's dir wieder gut? Higitus, Pigitus, verflixt und zugenäht. Ja, ja, alles wieder gut. Wie seltsam und welch ungewöhnliche Magie. So ist Oswald. Und ich glaube nicht einmal, dass es Magie ist. Die Dinge laufen bei ihm einfach anders. Bitte richte ihm meinen Dank aus. Auch wenn es eine kleine Überraschung war. Wird gemacht. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer. Es wird aber ganz schön anstrengend, die alle zu synchronisieren. Es geht voll auf die Stimme gerade. Normalerweise laber ich ja normaler, ne? Machen wir hier irgendwas zum Sammeln oder sonst irgendwas und dann muss ich nicht so viel reden mit den verschiedenen Stimmen halt, ne? Hallo Herr Duck, Oswald und ich haben eine Kleinigkeit für dich. Oswald will Wiedergutmachung dafür leisten, dass er seinen Wecker dich geweckt haben. Ja, sie haben meinen Schönheitsschlaf ruiniert. Ja, okay, das stimmt. Man sieht's schon, ne? Sieht schon nicht mehr so schön aus, der Gute, ne? Was bietet ihr beide an? Ein Kaffee. Oswald hat ein spezielles Rezept für schwarzen und weißen Kaffee. Wir dachten, es könnte helfen, wenn du gerade müde bist. Aber ein Wort der Warnung, es ist Oswalds Rezept und es hat einige einzigartige Auswirkungen. Oh, ich bin müde genug, um es zu riskieren, Toffee. Keine Sorge, ich werde dich nicht. Also gut, lass mich diesen Kaffee probieren. Nipp, nipp. Mann, oh Mann, so ein knapper Spaß. Hatte ich seit einer Ewigkeit nicht mehr. Das war genau nach Plan. Wie seltsam. Der Kaffee geht direkt in die Birne. Was rede ich da? Es ist an der Zeit, in den Tanzsaal zu gehen und die Sau rauszulassen. Herr Duck, alles okay? Reiß mir die Schwarz. Ich muss unbedingt mit dir reden. Das lese ich nicht. Das ist ja widerlich. Ist das eine Anmache? Dagobert, du alter Lustmolch. Bah! Entschuldigung, ich distanziere mich von den folgenden Worten, ja? Es sind nicht meine Worte, es sind die Worte des Spiels. Ich möchte es nicht für mich wissen, dass das von mir... Egal. Reiß mir die Schwanzfedern aus und sag zu mir Kahlkopf! Boah. So ein Gequassel habe ich seit dem großen Crash von 29 nicht mehr gehört. Ja, Oswalds Art zu sprechen ist irgendwie entstecken. Ja, das scheint jetzt nachgelassen zu haben. Aber danke, Oswald und auch dir, Toffee. Der Kaffee hat mir wirklich, er hat mich wirklich aufgeheitert. Auf Wiedersehen und bis bald. Und so jetzt noch zu Rapunzel, oder? Wie war das, ne? Die steht ja auch direkt nebendran. Jetzt treffen wir uns alle hier. Guck mal, jetzt alle vier sind jetzt hier. Das hat sich gereimt. Dagobert, ich weiß, du bist gerade spitz wie Nachbars Lumpi, aber jetzt lass die arme Frau in Ruhe. Reiß dir deine Schwanzfedern dann selber raus. Du Kahlkopf. So, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Verpiss dich. Das geht's nicht. Die stehen ein bisschen zu nah aneinander, finde ich. Hallo Rapunzel, ich habe eine Lieferung für dich. Für mich? Aber ich erwarte nichts. Oswald und ich möchten uns entschuldigen, dass wir dich geweckt haben. Die Wecker haben einige Zeit lang verrückt gespielt. Das ist sehr nett von dir, aber du musst nicht. Oh, Entschuldigung, Leute. War das jetzt auch schon wieder viel zu viel Gestöhne? Ich habe zwar gegähnt, aber es kann natürlich sein, dass es wieder zu sexuell für euch gewesen ist, ne? 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 Ich kann es natürlich auch... Ich kann sie auch anders synchronisieren, Leute. So?
Achtung hier, das Gähnen von Rapunzel. Jetzt kommt die Synchro dazu. Sie gähnt nur. Sie gähnt, Leute. Sie gähnt gerade. Was denkt ihr denn? Aha. Ich habe Kopfkino. Ja, wenn das ein Rapunzel vorgekommen wäre, dann wäre der Film definitiv anders ausgegangen, oder? Wie falsch klingt das bitte? Hey, das war das, wo ich den Stream vorhin mit eingeläutet habe. Der wird noch viel besser, der Song. Rapunzel, du schläfst im Stehen ein. Probier das mal, aber eine kleine Vorwarnung. Oswalds Kaffee hat einige seltsame Auswirkungen. Oh, ich bin sicher, sein Kaffee ist köstlich. Dagobert, jetzt hau ab. Wow, das wird deine Augen zum Glänzen bringen. Hä? Ich meine... Oh, dir geht's auch so? Keine Sorge, es wird bald vorbei sein. Dieser Kerl schlägt ziemlich hart zu. Was haben... Sag mal, sorgt der Kaffee für Fetische aller Art? Dem einen soll ich die Schwanzfedern ausreißen, die andere will verkloppt werden? Was ist eigentlich los hier? Wo sind wir gelandet? Was ist denn Oswald für eine Pornodarstellungsfigur? Und ich mit meinem Stöhngeräusch hier bin derjenige, der es übertreibt, oder was? Was ist eigentlich los hier? Das ist ein Disney-Spiel immer noch, ja? Oh Gott. Hm? Wenn das nicht der Knaller ist, jetzt werde ich auf keinen Fall mehr so schnell schlapp machen. Ja, Rapunzel, let's fetz. Oh Gott. Bist du okay, Rapunzel? Ist noch alles klar bei dir? Bester Tag überhaupt. Sag das mal meiner Bratpfanne. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder normal. Das war seltsam, aber lustig. Ja, Oswald hat immer sehr etwas Seltsames im Ärmel. Aber ich hoffe, du fühlst dich jetzt munterer. Ich fühle mich wunderbar. Ich würde mein Zimmer aufräumen und dann ein Bild malen und dann auf Entdeckungsreise gehen. Wow, das macht mich müde. Alles hier. Ich glaube, hier so zu leben ist eine Spaß. Wunderbare Sache. Eine voll gequatscht von allen Seiten, ne? Sadomaso. Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir mit Oswald erstmal ein ernstes Wörtchen reden, was da mit seinem Kaffee eigentlich los ist. Das war Kaffee mit Schuss, oder? Kann das sein? War noch ein schöner, guter Bourbon mit drin. Oh Gott. Heute geht's schon wieder heiß her hier im Stream, ne? Mir wird schon wieder warm, ich merk's schon wieder, ne? Also, auch mich hat das Ganze jetzt zum Transpirieren gebracht. Ich werde schon wieder spitz. Huiuiui. Vor allem meine Stöhngeräusche, die dann in den Songs immer drum vorkommen. Also, oh, das ist ja Wahnsinn, ne? Richtig toll. Bleib doch jetzt mal stehen! Heute schon okay. In Hobbellaune, mein Freund. Trink was, dankeschön. Ach, du meinst bestrafen. Übrigens, von vorhin habe ich noch gar nicht eingelöst. Das war noch vorhin da, ne? Ja, von Anna Pilou noch. Dankeschön. Und Schluck trinken. Nun, das war interessant. Wusstest du, dass das passieren würde, Oswald? Darauf kannst du wetten. Und es war nicht allererste Sahne? Sie alle haben die Gabe zu plauschen und gelernt, mit den Besten zu quatschen? Oh, hä? Es war ziemlich lustig. Ey, ich würde das nochmal hören. Oh, ich wusste, es würde dir gefallen. Aber sag mal, jetzt da die Sache vorbei ist, wie wäre es, wenn du mir hilfst, die Sache mit Stitch zu klären? Oh ja, das stimmt. Ihr zwei versteht euch doch gut. Oder? Nö, ich sage dir, der kleine blaue Kerl ist echt bombastisch. Aber ich muss etwas tun, um das verpasste Brunch auszugleichen. Das Brunch? Heißt es nicht der Brunch? Ich gehe zu dem Brunch. Das heißt ja auch der Lunch. Brunch kommt ja von Lunch und Breakfast. Zwischen Breakfast und Lunch. Also zwischen Frühstück und Mittag. Und man sagt ja auch der Lunch. Aber das Breakfast. Stimmt. Das ist schwierig.
Also ich hätte jetzt gesagt der Brunch und nicht das Brunch. Aber vielleicht ist das halt wirklich nur Auslegungssache. Weil eigentlich sind ja eh... Eigentlich sind ja englische Wörter. Eigentlich kann man die sowieso nicht mit einem Artikel versehen, ne? Ich kenne auch das Lunch. Ja, gut. Also jetzt hat gerade Oswald bewiesen, dass er ein Hase ist. Er fragte heute schon in Hoppellaune. Eine Maus würde nicht hoppeln. Schon mal eine Wüstenspringmaus gesehen? Wir hatten welche. Wirklich so, meine Mutter hatte welche früher. Okay, wie wär's mit einem schönen Picknick? Ja. Meine Güte, das wäre die Wucht in Tüten. Ich kann einen Teppich in ein paar Stühle und Dekorationen aufstellen. Kannst du die Dekoration in Schwarz und Weiß halten? Ja, klar. Aber während ich das mache, warum denkst du dir nicht etwas Besonderes aus, um das Picknick zu vervollständigen? Du hast recht, ich streng meine alte Birne an und lass mir etwas absolut Irres einfallen. Danke für den Hilfe, Toffi, du bist der Hammer. Ich muss schon sagen, aber verwaule mich jetzt bitte nicht in einen Hammer, ne? Ist arg laut jetzt wieder, weil ich vorhin den Wecker hören musste. So, dekoriere damit Oswald und Stitch ein Freundschaftspicknick veranstalten können. Ich habe hier doch schon so eine Picknick-Ecke da, guck mal. Muss ich jetzt noch mehr hier dekorieren? Noch eine andere. Ah, ich habe eine Idee. Ich mache genau hier, in denen da, wo der Bambus ist. So eine kleine Picknick-Ecke, die noch so ein bisschen verdeckt ist, weißt du? Wo du so richtig schön für dich sein kannst. So, hier hinten, oder? Ja, hier. Hier, weißt du? Da hast du Blick auf den kleinen Fluss und kannst trotzdem für dich sein. Oh Gott, muss ich ein Aufstoßerchen hatte ich. Ich kenne Wüstenspringmäuse, nur man sagt eben nur bei Hasenkaninchen, dass sie hoppeln. Nee, ich sag auch bei Wüstenspringmäusen, dass sie hoppeln, sag ich. Ja. Nein, bitte, alles gut. Ich brauch wieder nur Quatsch, ich bin nur noch ein bisschen durch. Oh Gott, die schmutzige Theke. Warte mal. Ja, das Ding hier passt ziemlich gut. Also die Teller und Besteck halt, ne? Aber dafür muss erstmal was anderes her. Das da? So. Okay, warte. Dann hier. So. Einmal da. Und einmal da. Super. Jetzt hier noch Stühle. Hier. Die zwei. So. Oh, kann ich nur so ein bisschen weiter weg machen? Ja, ist egal. Wirkt trotzdem gut. So, was haben wir sonst noch Schönes? Was können wir noch hier hinstellen? So ein Spulensitz, weißt du, einfach so irgendwo. Salonstuhl Daisy. Nee, Mist, das ist jetzt alles ein bisschen doof. Dann höchstens die bunte Parkbank vielleicht, wenn sie später nochmal ein bisschen sich hier hinsetzen wollen, um einfach nur ein kleines bisschen sinnieren wollen über alles. Oder so. Oder hier hinten. Oder hier vorne. Ja, eher so ein bisschen hier so, ne? Ansonsten noch eine Lampe vielleicht, damit es ein bisschen heller wird. Oder eigentlich so Kerzen. So, oder so Fackeln, ne? Walking Dead, danke, dass du da warst. Ciao. Ich wäre für die Hängematte. Ja, wäre auch schon schön, aber da kann er nicht zusammen rauf, weißt du? Es sei denn, liegen aufeinander. Hier, Rettungsschwimmerturm. Voll überhaupt nicht schön für die Atmosphäre, weißt du? So ein riesen Turm. Oh, guck mal. Oh, was war das denn? Ja, guck mal. Das sieht schön aus, oder? So mache ich's. Ich finde, das sieht total romantisch aus. Ich würde es vielleicht ein bisschen roter machen. Fehlt noch der Rotstich. Aber ansonsten top. Hat keiner so, ja eben. Sag mal, ah. Oh, jetzt ist wieder alles so groß geworden. Aber das Dekorieren auf der Konsole ist echt so eine Klasse für sich. Warte, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hier hinten, ne? Hier. So. So. Alter, überall Büsche und Bäume. Ich kann nichts sehen. Das gibt's nicht. Machen wir es hier hin. So.
Reicht das? Nee, schwarze Möbel fehlt noch. Ein schwarzes Möbel fehlt noch. Oh, stimmt, ich sollte ja alles in schwarz-weiß halten. Das sieht jetzt aber wirklich nicht wie schwarz-weiß aus. Was nehme ich denn noch? Das da? Die Laterne? Nee, ein Laptop. Ein Gamer-Laptop. Oh, Alter. Diese Bäume überall, ne? Was nehme ich denn? Eine leerstehende Fahrradstation. Ach Gott. Oh, guck mal. Ja. Der Eingang muss natürlich noch verziert werden, Leute. Ich kann leider nur... Ah, weil da diese Erhöhung ist. Ah, shitty. Nee, das sieht dann scheiße aus. Ich möchte es dahin. So. Noch ein paar Ballons. Für die Atmosphäre. Hier. Lass die Party steigen. So. Ist das nicht gemütlich? Oh, schön. Erstmal hier essen. Mit einem tollen Party. Mit tollem Party-Equipment halt, ne? Von wegen, ja, mega krass, geil hier, so, ne? Erstmal schön lecker essen. Schmackofatz. Und dann sich hier hinsetzen, um zu verdauen und einfach ins Wasser zu gucken. Und hin und wieder mal ein Fischchen fangen. Als Dessert, weißt du? Fischpudding. So, sprich mit Oswald. Wo steckt er denn? Laufen wir mal zu ihm. Aber jetzt, wo ich schon wieder das Essen gesehen habe, kriege ich schon wieder auch mal wieder Gelüste auf was zu essen. Ich habe hier noch meine Dings. Die habe ich letztes Mal im Stream auch schon gegessen. Diese Joghurt, Haribo-Joghurt-Dinger da. Wisst mal, so lange halten die bei mir, dass ich mehrere Streams überleben. Und die streamen aktuell nicht so oft. Die Dorfbewohner zählen auf kleben so ein bisschen zwischen den Zähnen manchmal. Also, Bossboy, bleib stehen. Ah! Was für ein Glück! Muss nur eigentlich reinstopfen. Okay. Nom, nom. Ja, muss sein. Oswald, ich bin wieder da. Hast du dir etwas Lustiges für das Picknick einfallen lassen? Habe ich. Stitch sagte, dass er meinen Stil mag, also habe ich das hier gemacht. Nein, er hat gesagt, er mag deinen Stil. Verstanden? Er mag deinen Stil. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen, was damit gemeint war, ne? Aber du hast das komplett falsch verstanden. Nur so zur Info. Einen riesigen Cartoon-Sonnenschirm? Das sieht cool aus, doch. Oh ja, im Schatten sind wir cool wie ein Stuhl. Also mein Stuhl ist definitiv nicht cool. Also wenn ich mal erstmal richtig kacken gehe, dann ist die Kacke aber wirklich am Dampfen. Gut, du holst Stitch und ich stelle den Sonnenschirm auf. Danke! So, dann gehe ich wieder rüber. Ich bin heute irgendwie ein bisschen beknackert, ne? Also, ich merke selber, ich bin heute irgendwie... Wahrscheinlich sollte ich echt nicht streamen heute. Haltet ihr das noch aus oder seid ihr schon kurz davor zu Rage quitten? So, warte, so. Nur heute? Oh, ich hab's sogar den falschen Knopf gedrückt. Nein, bist ja mal. Ja, aber ich finde, sonst bin ich nicht ganz so schlimm wie heute. Ich finde, heute ist bei mir irgendwie extrem. Ich weiß nicht wieso. So, der Sonnenschirm. Ja, also das machen wir dann schön hier. Ach Mann, jetzt hör doch mal auf. Schön hier. Da, wo sie letztendlich sitzen. Ich darf den Sonnenschirm aber nicht zu... Ja, machen wir den hinten dran, oder? Ich wollte gerade sagen. Tolles Bild geworden, definitiv. Warte, ich muss das Zeug noch wegmachen. Ich will das nochmal haben hier. So. Und ich gucke auch noch genervt in die Luft, weil so... Der eine reißt seinen Kopf ab und der andere... Oh, wobei, Stitch sieht voll süß gerade aus. So sieht er voll niedlich aus. Gerade eben sah er voll frech aus und jetzt sieht er voll niedlich aus. Guck mal.
Ja, guck, erst ist er frech. Und dann ist er niedlich. Ich halte es aus, hab eh nichts zu tun. Ja, dann. Meine Nachbarn sind gut. Stitch ist toll, Freund. Wir waren ein Picknick. Es war toll, Toffi. Stitch hielt mich für einen Faulpelz. Aber jetzt weiß er, dass ich mir nur ein paar zusätzliche Nickerchen gegönnt habe. Wir werden unsere Brunches jetzt für nach dem Mittagessen planen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wir haben unsere Lektion über das Bauen von Haushaltsgegenständen gelernt, die sich selbstständig machen. Darauf kannst du wetten. Und die Lektion ist, dass es ein Aufstand ist. Nee, das eigentlich nicht. Okidoki, verstehe. Wenn ich wieder deine Hilfe brauche, muss ich das Herz am rechten Fleck haben. Weißt du was? Es ist nah genug dran. Viel Spaß mit Stitch. Danke! Oh, und hier, nimm das. Ich werde nicht alle Wecker brauchen. Ich krieg einen kleinen Wecker! Oh, den wurde... Oh, super! Oh, nein, falscher Knopf. Ich habe einen kleinen Wecker gekriegt! Oh. Aber den, den muss ich mir irgendwo an einem schönen Ort platzieren, weißt du? Ja, warte, ach. Könnt ihr mal alle aufhören, auf alle auf einem Haufen zu hocken? Oswald, gibt's was Neues? Was es Neues gibt? Man kann sagen, dass ich meine Seele baumeln lasse. Bereit, die Welt zu erobern. Ich brauche eine Herausforderung. Was sagst du? Willst du mitmachen? Ja, klar, auf jeden Fall. Was stellst du dir vor? Nun, zuerst muss ich in Topform kommen. Du fühlst dich noch nicht bereit? Oh, ich kann es kaum erwarten. Aber meine Arme und Beine fühlen sich ein bisschen wackelig an. Wie Gummischläuche, sage ich dir. Und ich brauche sie als mächtige Glieder aus Stein. Ja, ich schätze, du bist ziemlich wackelig auf den Beinen. Wie können wir dich stärken? Ganz einfach. Ich muss meine Gliedmaßen revulkanisieren. Geh doch mal joggen. Vielleicht reicht das auch schon. Revul was? Revulkanisieren. Du weißt schon, wie Gummi. Vielleicht ist der Begriff zu hoch für dich. Oh, das muss es sein. Ich kenne zufällig eine Methode, die zu 100% beim Kraftaufbau hilft. Oh, Celine, dankeschön. Du hast heute schon zu viel gespendet. Nicht übertreiben. Dankeschön, Celine. Danke, danke, danke. Aber dafür braucht man extra heiße Hitze. Wir sollten also ein Feuer machen. Nee, ich muss die Hitze im Körper haben. Ich soll ihn heiß machen? Okay, warte. Ah, nee, da war das Stöhnen schon weg. Da war nur noch dieses... Ich dachte, das Stöhnen kommt noch mal ein bisschen was dazu. Aber nein, komm, das lassen wir jetzt, ne? Ich denke, Tandoori-Huhn und 5 Chilischoten sollten genügen. Bin dabei. Achso, ich wollte gerade sagen, hey, gibt er mir jetzt das Essen, damit ich es ihm geben kann? Okay.